Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und auch in diesem Video haben wir wieder das Model Y Performance, was wir gerade aus Grünheide abgeholt haben. Und das Model Y Long Range aus China, was wir jetzt schon über, ich glaube, 8 Monate oder sowas haben. Was auch schon in Rumänien in CBU mit uns war. Das begleitet uns immer sehr, sehr fleißig und tapfer. In diesem Video, weil wir jetzt beide Autos hier haben und wir stehen noch am Supercharger und der ist jetzt schon bei 99%, der ist hier bei, schauen wir mal ganz kurz, auch bei 99%, ziehe ich hier einmal ganz kurz den Stecker. Machen wir mal einen Vergleich. Wir fahren hier von der Nähe von der Gigafactory in Grünheide, fahren wir jetzt nach Hamburg. Beide vollgeladen. Wir gucken mal, wie viel wir bis zum nächsten Supercharger, das wird wahrscheinlich Wittenberge sein, verbrauchen. Wir werden auch ein Stückchen Gas geben können und dann werden wir mal gucken, wie schnell der hier fährt. Und die, die mich hier auf dem Kanal kennen, wissen ja, dass ich nicht unbedingt zimperlich unterwegs bin und meine beiden Kollegen Nico und Peter, ja, ihr habt jetzt keinen Bleifuß, ne? Zum Spaß fahrt ihr auch mal gerne schnell. Wir fahren nicht jetzt hier 120, 130, um irgendwie Strom zu sparen, sondern wir fahren so, dass wir einfach zum nächsten Supercharger kommen und jetzt nicht auf die Geschwindigkeit achten müssen. Weil das ist mein Fahrstil, so wie es mir Spaß bringt. Wir gucken aber trotzdem natürlich auf den Verbrauch, wo steht er ungefähr. Wir fahren dieselbe Strecke und wenn wir jetzt irgendwie nicht gerade versuchen, 250 zu fahren, fahren wir dann auch hintereinander, aber immer noch mit so einem Abstand, dass wir natürlich nicht im Windschatten oder so fahren, um da irgendwie den Verbrauch zu schönigen. Genau, so viel sei gesagt, los geht's. Kleine Sache, die noch zu tun ist, wir müssen den Trip einmal zurücksetzen. Trip B zurücksetzen, zurücksetzen. Trip B ist hier zurückgesetzt und dann, tschüss, machen wir dasselbe einmal beim Performance. Trips und einmal B zurücksetzen, zurücksetzen. Das heißt, wir sind ready to go. Nur damit ihr es mir glaubt, das Model Y drüben hat 99% und ich gehe mal hier rüber. Wir haben auch 99%. Schwarz, grau. Also, beide 99%. Wir fahren los. Also ich habe noch nicht richtig durchgetreten mit dem und nicht aus dem Stand. Das gucken wir uns natürlich mal an. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Performance, guck mal. Boah. Alter Schwede, das ist halt, du sitzt halt in einem SUV. Das ist so ein komisches Gefühl, dass der so eine Beschleunigung hat. Das ist nochmal ein kleines Sprüngchen vom Long Range. Ich meine, der ist auch schnell, ne? Der ist, hat eben auch wahrscheinlich ein bisschen Gas gegeben. Der war jetzt nicht irgendwie Kilometer weit weg wie die meisten anderen Verbrenner. Aber das ist hier schon nochmal eine andere Liga. Ich muss gleich nochmal Gas geben da drüben. Aber auch der Sound, ne? Das ist... Das ist schon gut. Das ist schon echt gut. Bringt Spaß. Wie schön der auf der Straße liegt. Da spielt aber auch das Fahrwerk wieder mit rein, was ich halt wirklich gut finde beim Model 3. Model Y, sorry, bei Model 3 finde ich es auch gut. Aber bei Model Y, es ist, klar, es ist ein SUV, aber es ist ein sehr straff abgestimmtes Fahrwerk. Und das ist gut. Man merkt viel von der Straße, aber es ist nicht unbequem, aber es ist halt auch sportlich. So, und jetzt auch von der Akustik ist es gut. Wir fahren jetzt gerade 220. Wir fahren jetzt 230. Und wir fahren 240. Und wir fahren 250. Und man kann sich relativ gut sogar unterhalten. Und der Wagen ist schnell. Dass wir das einmal kurz geklärt haben. Und jetzt ist halt der Long Range doch ein bisschen abgeschlagen. Und wir haben halt 6% von unserem Akku schon verbraucht. Alter Schwede. Ich bin jetzt schon verliebt in dieses Auto. Ich meine, das ist jetzt das Elon Mobil. Wir haben in unserer Fahrgestellnummer Elon drin stehen. Und wir haben hier eine Unterschrift. Elon Mobil. Ganz klar. Leute, jetzt werden wir ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Ich werde mal den Supercharger in Wittenberge raussuchen. Der ist, das kann ich ja eigentlich gleich mal machen. Das wird wahrscheinlich der sein, oder?
Genau, Wittenburg heißt das. Sorry, der ist jetzt 186 Kilometer entfernt. Und da werden wir jetzt mal uns auf den Weg hin machen. Tesla Roadtrip. Los geht's. Okay, das war, also ich muss sagen, es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gebracht und das Auto ist geil. Jetzt kommen die spannenden Erkenntnisse. Zum einen, wir sind ja immer so ein bisschen, natürlich riesigen Abstand, aber wir sind miteinander gefahren. Und ihr habt ja kurz gesehen, dass wir 250 mit dem gefahren sind. Bei dem ist bei 220 Schluss. So, aber wenn man jetzt mit den beiden Autos von 100 Gas gibt, dann nehmen die sich gar nichts. Nichts, nada, niente. Wir haben es mehrmals jetzt gesehen, während der Fahrt halt getestet quasi. Die sind beide ab etwa 120, 100 sind die gleich schnell. Bis dann eben 220, der dann überholt, weil er einfach nicht abgeriegelt ist. Wirklich, das 1 zu 1 hat sie das gleich von der Beschleunigung angefühlt. Das heißt jetzt natürlich, dass dieser Performance-Badge zum einen größere Bremsen bedeutet, größere Felgen, ein Spoiler hinten und eben vor allen Dingen diese Beschleunigung von 0 auf 100 beeinflusst. Ne? Also dieser Punch, den du hast, der auch deutlich kräftiger nochmal hier ist. Aber sobald du auf der Autobahn bist, nehmen die sich wieder nichts. Das ist aber auch schon vom Model 3 bekannt. Also auch bei dem Model 3 ist es so, dass das Long-Range-Modell sogar vom Gefühl her sogar ein bisschen schneller auf der Autobahn ist, bis der dann eben abgeriegelt ist, im Gegensatz zum Performance. Performance bedeutet bei Tesla vor allen Dingen einfach diesen krassen Punch in diesem Bereich 0 auf 100, wenn du Gas gibst, der aber dir auch jedes Mal wieder das Lächeln ins Gesicht zaubert und natürlich die Sachen durch das Auto schleudert. Aber okay, gut. Nächste spannende Erkenntnis. Wir sind bei beiden mit 99% losgefahren. Und jetzt ratet mal, wie viel Prozent beide noch im Akku haben. Das müsste der Graue sein. Ja, das ist der Graue, das ist der Long Range. 6% haben wir hier jetzt auf der Uhr. Das ist der Performance. 6% haben wir auf der Uhr. Das bedeutet ja quasi, wenn die dieselbe Kapazität im Akku haben, haben sie gleich viel verbraucht. Und es heißt vor allen Dingen, da wir jetzt ja in beiden Autos 93% verbraucht haben, dass sie beide in derselben Distanz liegen geblieben wären. Das heißt, die Reichweite bei denen ist theoretisch ziemlich identisch. Wäre jetzt meine Theorie. Auf jeden Fall nehmen sie sich nicht viel. Jetzt muss man eine Sache sagen. Der Long Range hat Winterreifen drauf, der Performance hat Sommerreifen drauf. Und das macht natürlich schon was aus. Deswegen glaube ich schon, dass wenn du im Sommer mit Sommerreifen, mit dem Long Range fährst, der hat ja auch hinten breitere Reifen. Also zwangsläufig muss der ein bisschen mehr verbrauchen. Kommst du schon mit dem weiter. Aber ich glaube, die Reichweite sollte kein Kriterium sein, wenn man sich jetzt entscheidet zwischen Long Range und Performance, weil die ist nur minimal unterschiedlich, sondern eben, ob man jetzt noch mehr Wumms haben möchte oder nicht, wenn man sich zwischen Long Range und Performance unterscheidet. Jetzt kommen wir noch zu einer spannenden Sache. Ich habe hier den Fahrzeugschein von dem Wagen. In dem Fahrzeugschein von dem Long Range, da steht 77 Kilowattstunden Batteriekapazität. In dem Fahrzeugschein von dem Performance hier steht nichts. Das heißt, wir können auch nicht sagen, wie groß die Kapazität ist. Aber was wir euch sagen können, wir haben ja die Trips zurückgesetzt. Und da muss ich jetzt mal nachgucken. Peter hatte gerade schon mal geguckt und er meinte, dass da eine Diskrepanz festzustellen war. Wir sind 213 Kilometer gefahren und haben 63 Kilowattstunden verbraucht, laut der Anzeige. Das ergibt einen Verbrauch von 29,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. 63 Kilowattstunden, das merken wir uns ganz kurz. Jetzt gehen wir nämlich einmal rüber. Hier im Long Range haben wir 60 Kilowattstunden verbraucht und pro 100 Kilometer 27,9 Kilowattstunden sind das. Aha, das heißt also, der Verbrauch auf 100 Kilometer war im Long Range tatsächlich weniger, aber der Performance muss eine größere Batteriekapazität haben. Anders ist das quasi nicht zu erklären. Jetzt wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, wenn man sich zwischen den beiden entscheidet.
Es kann natürlich sein, dass das deutsche Long-Range-Modell, was aus Grünheide kommt, auch eine größere Batterie hat. Und dann würde das Long-Range aus Grünheide auch wieder noch eine vielleicht doch signifikantere, größere Reichweite haben. Das heißt signifikant irgendwie 50, 60 Kilometer. Ich weiß jetzt nicht genau, was auf der Tesla-Webseite steht. Das sind jetzt hier Realwerte bei schneller Fahrt. Warte, ich springe nochmal raus. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz festhalten. Diese 30 Kilowattstunden beim Performance und 28 beim Long Range, das sind keine Werte, die man jetzt irgendwie für irgendwie den Verbrauch berechnen kann. Ne? Wir sind sehr schnell gefahren. Ne? Also wir sind jetzt 200 Kilometer in unter 2 Stunden gefahren, so in etwa. Das kann man jetzt nicht sagen, dass der Performance, also ich meine 30 Kilowattstunden wäre sehr, sehr viel. Wir sind das Long Range Modell schon mal mit sehr viel weniger gefahren. Und das sind jetzt wirklich Extremwerte. Ne? Also nicht jetzt sagen, oh, verbraucht er viel. Nein, man kann den deutlich geringer fahren. Und ich bin andere Elektroautos auch entsprechend gefahren, da hatte ich einen deutlich höheren Verbrauch. Über 30, locker über 30. Gut, eigentlich gibt es nur ein Auto, was überhaupt über 200 fährt in der Elektrowelt. Also anderes Auto als Tesla. Gut, was wir jetzt machen, Nico, möchtest du drüben einstecken? Ja. Wir gucken jetzt mal die Ladeleistung ganz an. Hier, wir stehen an V3ern. Und ich mache hier einmal auf und Nico steckt drüben rein. 3, 2, 1, los! Beide haben wirklich synchron angefangen zu laden. Grün bei beiden. Ja. Sofort zeitgleich. Und jetzt gucken wir mal, das können wir nicht über die App am besten machen, da kann ich hin und her springen. Die Ladesäulen aktivieren sich. Wir sind bei 6%, also rein theoretisch können beide Autos mit 250 kW. Beim Long Range habe ich schon festgestellt, dass der geht kurz auf 250 kW hoch, allerdings sehr, sehr kurz. Ich müsste die Autos mal umbenennen, theoretisch, damit ich die irgendwie auseinanderhalten kann. Kann ich das hier machen? Nee, das kann ich, glaube ich, nur im Auto machen. Aber das ist der Performance, das ist der Long Range. Der Long Range ist jetzt, ich komme mal näher, der Long Range ist jetzt bei 8% und lädt mit 154 kW. Das Performance ist bei 8% und lädt mit 154 kW. Jetzt ist das Long Range bei 155 kW. Ja, das Performance ist jetzt noch bei 154 kW. Wir lassen das einfach mal, wir müssen mal gucken, ich glaube eine Viertelstunde müssen wir kurz laden. Wir gucken mal, wo die dann stehen, ob auch die Ladekurve quasi identisch bei den beiden ist. Also China gegen Deutschland quasi. Ich habe wirklich immer noch ein Grinsen im Gesicht, weil wir ein neues Auto abgeholt haben und das einfach wahnsinnig viel Spaß gebracht hat. Dass die jetzt gleich schnell sind auf der Autobahn, war jetzt nicht so eine große Ernüchterung für mich, weil das war mir eigentlich relativ klar schon vom Model 3. Der Punch ist aber trotzdem wahnsinnig. Das Auto soll ein Lächeln ins Gesicht bringen und das, also krasser Tag. Das war jetzt nochmal die Kür irgendwie so eine entspannte, geile Fahrt zu haben. Wir lassen mal laden und melden uns gleich bei euch. Okay, wir sind nie über die 154 kW hinaus bei beiden Autos. Es sind eigentlich V3er hier, eigentlich müssten sie 250 machen können. Kann aber sein, dass die Leistung einfach nicht da war, aber 150 kW ist immer noch sauschnell. Und mittlerweile sind wir jetzt bei 58%, also jetzt sogar 59% bei dem, ups, bei dem Elonomobil. Elonobil. So habe ich ihn jetzt getauft. Das ist kompliziert. Elonobil. Genau, Elonmobil. So heißt der Wagen jetzt. Also bei dem Performance. Wir laden mit 83 kW jetzt. Und wenn ich jetzt einmal rüber gehe, bei dem Model Y, bei dem Long Range, der hat leider noch keinen Namen. Da muss ich mir noch einen Namen einfallen lassen. Wie sollen wir den Long Range nennen? Schreibt das mal in die Kommentare. Hier 60%, 82 kW, hier 62%, 79 kW bei einem Long Range. Also klar, der Performance hat jetzt irgendwie 1-2% weniger, weil wahrscheinlich größere Batterie. Die Ladekurve ist bei beiden aber identisch. Also da hat sich jetzt nicht viel irgendwie voneinander getrennt. Und das bedeutet auch da wieder, beide sind sowieso langstreckentauglich. Und man muss da jetzt nicht irgendwie Kompromisse machen, wenn man irgendwie nur einen Long Range nimmt oder nur einen Performance nimmt, sondern ja, die sind beide gleich gut. Wie gesagt, wir kriegen ja auch bald, wir haben
Ja, heute in der Factory. Ja, stimmt, im Werk. Im Werk haben wir heute schon Longrange-Modelle gesehen. Die waren weiß. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, dass Longrange-Modelle vielleicht alle weiß sind und Performance alle schwarz. Aber die zwei habe ich gesehen. Die hatten eben die silbernen Bremssättel. Das müssen dementsprechend dann auch wahrscheinlich Longrange-Modelle gewesen sein. Die waren da auch schon auf dem Band. Und die werden dann wahrscheinlich auch in Kürze aus Grünheide rauslaufen und haben dann entsprechend eben auch dieselbe Batterie wie im Performance. Tick größer als das jetzt aus China. Und dann ist die Ladekurve identisch und dann hat er eben noch mal ein bisschen mehr Reichweite. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, so, okay, nehme jetzt Performance, nicht mehr Performance, aber dann habe ich weniger Reichweite. Ah, was nehme ich da? Und ich glaube, man sollte einfach sagen, wenn man noch ein bisschen mehr diesen Punch haben will, dann kann man sich für den Performance entscheiden, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte und einfach das nie braucht, weil also ich persönlich, ich gebe schon ganz gerne immer noch mal wieder ein bisschen Gas. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die das ein, zweimal machen und dann ist der Spaß auch, oder dann macht man es halt nicht mehr, weil es dann reicht einmal. Und ich meine, der ist auch schnell. Aber so sollte man da irgendwie denken, wenn man eben vielleicht diese ästhetischen Sachen wie Spoiler, größere Felgen, rote Bremssättel haben möchte, dann gibt man das ein bisschen mehr Geld aus für das Performance-Modell. Und sonst, das Longrange-Modell ist in vielen Aspekten ja fast ebenbürtig. Crazy. Wir sind irgendwie seit, weiß ich, 3 Uhr irgendwas wach. Ich hatte es ein bisschen dichter. Ich bin seit 4:30 wach. Um kurz vor 6 sind wir ungefähr losgefahren. Wir haben es jetzt 20.41 Uhr. Nein, Siri, du nicht. Und wir sind alle so ein bisschen fertig, obwohl ich habe immer noch viel Adrenalin von diesem Tag. vielen Dank, Tesla, nochmal an dieser Stelle. Es war wirklich geil. Ich bin super glücklich, dieses Auto zu haben. Es bringt wahnsinnig viel Spaß. Wir freuen uns, glaube ich, da so viel überhaupt mit Tesla machen zu können und eben das Auto auch noch besser machen zu können mit dem Shop for Tesla und in diesem Kosmos einfach arbeiten zu können und diese Autos fahren zu können. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Tesla. Wir wünschen viel Erfolg mit Grünheide und danke, Elon. wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Abonniert, schaut bei Shop for Tesla vorbei, würde uns freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.